ich bin Swantje vom Nadelwald in Berlin. Als deine Trainerin bei Makerist würde ich dir in diesem Kurs gerne zeigen, wie du verschiedene Techniken anwenden kannst, um deine ganz persönlichen Jersey-Oberteile zu nähen. In dem Fall habe ich zwei Oberteile vorbereitet, die ich mit dir umsetzen möchte. Und zwar einmal ein Herrenshirt. In dem Fall gucken wir uns das Ganze einmal mit dem V-Ausschnitt an, wie das gearbeitet wird. Wir schauen uns Ärmel an, die eingenäht werden und die verschiedene Kantenlösungen bekommen. Also was machen wir mit den Säumen? Beispielsweise einen angesetzten Saum oder einen Aufschlag. Natürlich verarbeiten wir auch unten den Saum an unserem Teil. In dem Fall mit der Haushaltsmaschine und einer Zwillingsnadel. Während wir jetzt bei dem weicheren Viskose-Jersey, den wir hier bei dem Frauenoberteil verwenden, das Ganze einfach nochmal mit der Coverlock arbeiten und diese starken Rundungen anschauen. Und genau das Gleiche auch an den Ausschnitten, wie zum Beispiel dem Armloch oder dem Halsloch. Wir werden einmal die Kanten einfassen, dass man das Band sieht, und zwar mit dem gleichen Jersey-Material arbeiten. Wir werden uns einmal mit einem Falzband auseinandersetzen, wie wir die Kante damit einfassen können. Und wir schauen uns das Ganze mit einem Belegstreifen an, der komplett verschwindet und den man gar nicht sieht am Ende. Wir werden uns das Ganze natürlich nicht nur beim Nähen anschauen, sondern auch im Zuschnitt. Wir reden über die Stoffe, wir gucken, wie das Ganze vom Schnittpapier her aussehen muss, wenn du mit deinem eigenen Schnitt arbeiten möchtest. Und wir brauchen natürlich ganz viele Nähutensilien. Das heißt, deine Nähmaschine solltest du bereit haben und deine ganzen Zuschnitt- und Nähmaterialien. Und wenn du jetzt so richtig viel Lust bekommen hast, mit mir Jersey-Oberteile zu nähen, dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Ich freue mich auf dich.